Herzlich willkommen, liebe Larissa Birkel. Ich freue mich sehr, dass wir ins Gespräch kommen zum Thema Führen in Zeiten von Corona. Wir haben jetzt 27. Mai, also es sind schon einige Wochen. Und wir haben uns interessanterweise am 10. 11. März gesehen auf der Leitungsklausur deiner Abteilung. Du bist für die Daimler AG tätig, für den Bereich Van und leitest dort die Abteilung, die sich mit der Effizienzsteuerung und der Produktionsplanung von Van-Werken beschäftigt. So, das ist nun eine ganze Zeit her, 2,5 Monate. Und das ist natürlich die spannende Frage an dich, Larissa. Wie hast du das erlebt? Wie hat sich die Führung der Abteilung, drei Teams sind das, wie hat sich das verändert? Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass ihr sowieso Videokonferenzen macht an drei Standorten seid und natürlich eine ausgebaute Infrastruktur seid und IT-affin seid. Sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, heute zu dem Thema zu sprechen. Verändert hat sich tatsächlich sehr viel, nicht nur durch die Verlagerung ins Digitale, sondern auch, weil viele Mitarbeiter in Kurzarbeit null waren oder natürlich immer noch sind oder andere Kollegen einfach nur ein, zwei Tage die Woche arbeiten. Wir haben uns tatsächlich relativ am Anfang im Führungskreis darüber ausgetauscht, wie wir das hinbekommen, unsere Mitarbeiter nicht zu verlieren und haben vereinbart, dass es jeden Morgen so eine Art Frühständerling gibt, unterstützt von so einem digitalen Kanban-Board, wo alle in den Teams, die an dem Tag arbeiten, sich einmal austauschen, wie geht's ihnen, dann natürlich auch Updates aus den Corona-Krisenstäben, die damals noch täglich getagt haben. Und dann eben die Aufgaben des Tages auch besprochen worden sind. Und am nächsten Tag konnte man dann eben drauf gucken, wer ist wie gut vorangekommen oder wer braucht Unterstützung. Kam bei unseren Mitarbeitern sehr gut an und ist, glaube ich, auch was, was wir vermutlich nicht täglich, aber auch in irgendeiner Art und Weise auf die Nach-Corona-Zeit dann übernehmen werden, weil es einfach den Teams brutal gut tat. Und ergänzend dazu, dass halt jeder Teamleiter aufgefordert war und auch noch ist, alle 2 Tage mit jedem seiner Mitarbeiter mal 5 bis 10 Minuten unter 4 Ohren telefoniert zu haben. Einfach um zu hören, wie ist die Situation. Wir haben viele Mitarbeiter mit brutal kleinen Kindern, die natürlich im Homeoffice große Herausforderungen haben, wenn der Partner auch noch voll eigentlich arbeitet und die keinerlei Kinderbetreuungsmöglichkeiten haben und um da auch einfach sicherzustellen, dass das mit der Belastung funktioniert. Also alles, was halt bisher irgendwie bei Mittagessen und in Kaffeeküche lief, müssen wir halt sehr bewusst machen. Und wenn wir das mal eine Woche nicht machen, also auch unter uns im Führungskreis, wenn das mal eine Woche zu kurz kommt, weil die inhaltlichen Themen so brennen, dann merkt man das eigentlich ziemlich schnell, dass das auch auf die Stimmung schlägt und auch auf die Klarheit, wie Kommunikation noch funktioniert. Ja, das liegt nahe. Die Herausforderungen, die ihr hattet, sind ja gleichzeitig eher, kann ich mir vorstellen, gewachsen durch die veränderte Planung. Und das ist zeitlich ja kaum zu schaffen. Also wir arbeiten mehr. Also das ist schon so. Also sicherlich ein Faktor, weil einfach wenig Mitarbeiter da sind und trotzdem viele Themen laufen, aber eben auch, weil die Kommunikation wesentlich aufwendiger ist, weil wir halt eben im Homeoffice uns eher abgewöhnt haben, über Video zu telefonieren, weil die Netzwerke das gar nicht mitmachen. Also das heißt, wir haben eine stabile Telefonleitung oder eine Gesprächsleitung, aber Video ist wirklich nur in Ausnahmefällen möglich, weil halt einfach technisch nicht kompatibel. Also das stimmt nicht. Also es funktioniert technisch, aber die Netzwerke sind einfach überlastet. Das funktioniert nicht ruckelfrei, es bricht oft ab und so weiter und so fort. Und deswegen sieht man halt die Mimik nicht. Und das ist halt schon schwierig natürlich. Ja, okay, also das ist ein Trend, den ich jetzt eher fast überraschend finde. Also während viele ja eher auf Videokonferenzen umgeschwenkt sind, sagst du, wir telefonieren mehr
weil es einfach günstiger ist von der Technik her, machbarer ist von der Technik her. Wie habt ihr denn die Situation bewerkstelligen können, dass ihr viele Aufgaben jetzt neu oder anders abarbeiten musstet oder neue Dienstleistungen aufgreifen musstet, neue Dinge machen musstet? Das sind ja auch viele kreative Prozesse oder Ideenfindungen. Wie konntet ihr das auf dem Wege gestalten? Das ist ganz lustig. Also wir dürfen in Ausnahmefällen uns treffen im Büro. Da gibt es dann Abstandsregeln. Wir haben das ganze Büro ist tapeziert mit Hinweisschildern. Und in den Besprechungsräumen ist natürlich nur noch ein Bruchteil der Menschen zugelassen, die da ursprünglich mal rein durften. Aber wir dürfen, wenn wir Türen auflassen und die Abstände einhalten und gegebenenfalls auch Masken tragen und so weiter und so fort. Und sobald wir Themen haben, die wir kreativ bearbeiten müssen, treffen wir uns tatsächlich im Büro. Ah, okay, ja. Gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr entspannend ist, sich da mal wiederzusehen. Also so erlebe ich Ja, es wobei es halt zumindest. dann schon den Fall gibt, dass halt dann der eine Kollege, der halt dann in den Besprechern mit drin saß, irgendwie einen Husten entwickelt. Und dann alle anderen mal vorsichtshalber doch die nächsten 2 Wochen wieder in Quarantäne bleiben. Also das ist dann natürlich auch einfach das, was man halt eingeht, das Risiko. Ja. Wie geht ihr mit kritischen Gesprächen um? Wie geht ihr mit Motivation um? Wie geht ihr damit um, dass vielleicht Personen, du hast es eben angesprochen, in ihrer ungewohnten Umgebung nicht so gut arbeiten können wie bisher und von sich aus auch Anliegen haben? Das sind ja häufig persönliche Gespräche, kann ich mir vorstellen, die normalerweise gerne zu zweit hinter einer geschlossenen Tür an einem Tisch geführt werden. Wie funktioniert das über Video und Telefon? Das ist eine gute Frage. Ja, also man versucht es halt über Telefon abzubilden. Man macht das dann eher, oder ich mache das eher also quasi am Ende eines Arbeitstages, wenn dann kein Anschlag mehr da ist, weil diese Gespräche halt am Telefon wesentlich länger brauchen, wie wenn man sie persönlich führt. Also ein kritisches Thema, was normalerweise irgendwie ein Gespräch von, sage ich mal, maximal 10 Minuten ist, weil dann auch alles gesagt wurde und jeder eigentlich das dann einfach nochmal reflektieren muss, bis man dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal gemeinsam drüber spricht, sind halt Dinge, die ziehen sich am Telefon schon in die Länge, weil sie einfach ganz anders besprochen werden. Also auch wieder Zeitaufwand heißt das. Ja, okay. Und halt gut lauschen, ne? Also schon sehr, sehr bewusst zuhören und auch eben die Zwischentöne hören und versuchen, vermeintlich irgendwie die Stimmung auch aus der Stimme rauszuhören. Das funktioniert mit Menschen, mit denen man halt sehr, sehr eng länger zusammenarbeitet, sehr gut, weil man die einfach sehr gut kennt. Und dann gibt es halt andere Kollegen, bei denen funktioniert es nicht so gut, weil da sich vielleicht die Emotion auch nicht so in der Stimme niederschlägt. Ja, typenabhängig, beziehungsabhängig. Was sind denn weitere Punkte, wo du Elemente erkennst für die Zusammenarbeit, die auch zukunftsweisend sind? Also was wir noch feststellen, ist, dass dadurch, dass ja auch unsere ganze Hierarchie im Homeoffice ist, erkennen die, dass Homeoffice nicht bedeutet, ich renoviere mein Büro. Ja, sondern die erkennen, dass wenn sie selber im Homeoffice sind, sie wirklich arbeiten und das auch sehr viel mehr Arbeit in der Regel bedeutet, wie wenn sie im Büro sind, weil der Tag halt nicht klar unterteilt ist in ich setze mich in mein Auto und fahre zur Arbeit, arbeite und fahre wieder nach Hause, sondern die Übergänge halt ins Private fließender sind, also auch was Mittagspause angeht, dass man halt doch mittags mal eine Runde joggen geht. Das heißt, da steigt das Verständnis. Und auch das Thema flexibel arbeiten, also wenn jetzt beispielsweise halt Kollegen, die kleine Kinder haben und sich da die Betreuung mit dem Partner teilen zu Hause,
Wir sind halt dann irgendwie morgens 2 Stunden am Arbeiten, weil da der Partner die Kinder hat und mittags dann nochmal 2 Stunden. Und die restlichen 4 Stunden machen wir dann halt abends von 18 bis 22 Uhr. Okay, also höhere individuelle Flexibilität. Genau, ich glaube, da wird einfach auch die Toleranz, dass sowas auch gute Ergebnisse bringt. Und das halt im Zweifel dann noch jemand ist, der eher in Abendstunden seine Leistungshochphasen hat. Ich glaube, das wird auch zu einer großen Kulturveränderung führen. Oder ich hoffe zumindest, dass wir uns das schaffen, beizubehalten. Und ansonsten werden weniger kritische Themen per E-Mail geschrieben. Also wo früher dann schon mal eine E-Mail kam, wo man sich gedacht hat, Anruf wäre auch nett gewesen, weil jetzt muss ich dich anrufen, damit wir das geklärt kriegen, weil das ist sicherlich kein Thema für eine E-Mail. Das ist jetzt schon häufiger so, dass man einfach mehr telefoniert und weniger e-mailt. Soweit, ich schaue ein wenig auf die Uhr. Ich glaube, wir haben uns sehr intensiv ausgetauscht. Vielen Dank für deine ausführliche Auskünfte. Es wird deutlich, was für eine schwierige Zeit es ist und wie aktiv Führung hier von euch gelebt wird, um sowohl die Kommunikation aufrechtzuerhalten, als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv mitzunehmen. Die Lösung zu erarbeiten, kreativ oder Entscheidungen zu treffen und vor allem auch in dieser Unsicherheit auch einen Rückhalt zu bieten. Herzlichen Dank dafür. Lass uns mit einer Frage vielleicht von dir schließen. Also wenn wir zusammenkommen im Herbst und mit 25, 30 Führungskräften aus allen Branchen und Größen des wirtschaftlichen Lebens oder der Organisation zusammenkommen. Was wäre denn eine Frage, die du gerne diskutieren würdest? Oder welche Frage würdest du dort gerne stellen zu führen in besonderen Zeiten, wo du noch keine genaue Antwort drauf hast? Vermutlich geht es in die Richtung, dass wir ja bei dem digitalen Arbeiten versuchen wir, die Vorteile, die uns das digitalen Arbeiten bietet, zu sehen und die Nachteile, die ein digitales Arbeiten gegenüber einem Präsenzarbeiten hat, zu kompensieren. Also Dinge, die wir in einer Präsenz schätzen, versuchen wir auch digital abzubilden. Und da kriegt man ja viel mit, so dass sich dann Leute zum virtuellen Mittagessen treffen oder virtuelle Kaffeepause und so weiter und so fort, was natürlich stark abhängig davon ist, wie die Teams in der Präsenzwelt, sage ich mal, ob die dort halt auch schon gemeinsam Kaffee getrunken haben oder nicht. Und wie man diesen Teamzusammenhalt bei Teams schafft, die bisher vor allem auf sachlicher Ebene zusammengehalten haben. Also für die das gemeinsame Kaffeetrinken nicht wichtig war, aber halt die gemeinsame inhaltliche Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig ist. Und wie man dieses inhaltliche gemeinsame Zusammenarbeiten auch digital vernünftig fördert und halt gegebenenfalls auch diesen kreativen Prozess. Okay, spannende Frage. Wir beschäftigen uns auch mit dieser Frage und von daher vielen Dank für diese Frage. Da denke ich gerne mit drüber nach und bin gespannt, welche Antworten, welche Erfahrungen auch von anderen kommen. Larissa, herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns Vielen mal Dank dir. gerne mal wiedersehen und in der Arbeit zusammen die Zukunft von eurer Abteilung weiter diskutieren, dass ihr zu guten Entscheidungen kommt.